Hallo Römer, liebe Freunde! Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Picross. Oder soll ich sagen, Zelda Micross? Wir sind bei Micross, Leute. 80 mal 80. Alter Vater. Dann werde ich dir mal erklären, wie Micross funktioniert. Ein Micross besteht aus einem Gesamträtsel 8x8 und vielen Mini-Rätseln 10x10. Okay. Zuerst musst du das gesamte Rätsel 8x8 lösen, um die grobe Form des Bildes zu sehen. Nach dem Lösen des Gesamträtsels erscheinen Dreiecke. Dreieckige Symbole auf den ausgefüllten Feldern. Wenn du sie auswählst, wird der Bildausschnitt vergrößert. Dadurch wird ein Mini-Rätsel 10x10 sichtbar. Nachdem du das Mini-Rätsel gelöst hast, kehrst du zum gesamten Rätsel zurück. Das freigelegte Bildfragment erscheint auf dem jeweiligen Feld. Mit jedem Mini-Rätsel, das du löst, wird ein weiterer Teil des Gesamtbildes aufgedeckt. Sobald du alle Mini-Rätsel gelöst hast, siehst du ein großes Bild mit 80x80 Pixeln. Bei Micross gibt es kein Tipp-Roulette und auch keine Zeitstrafen. Selbst wenn du länger als 60 Minuten brauchst, bekommst du am Ende das Bild in Farbe zu sehen. Ach ja, eines noch, das Speichern bei Micross ist unabhängig von den anderen Modi. Wenn du bei Micross unterbrechen willst, werden die Daten deines unterbrochenen Micross oder Megapicross also nicht überschrieben. Wenn du das Micross fortsetzen willst, wähle einfach das Gesamträtsel und mache da weiter, wo du das Spiel unterbrochen hattest. Gut, das wäre alles. Ein Micross zu lösen dauert zwar etwas länger, ist aber auch sehr befriedigend, also nimm dir die Zeit dafür. Viel Spaß. Okay. Das ist also erstmal das fette Micross. Also das große Rätsel. Dann haben wir das hier. Haben wir erstmal das hier. Dann haben wir das hier. Hier haben wir die 7, eine 8, 5 und eine 2, eine 5, 3. Okay. Das ist es jetzt, Leute. Genau, nicht schlecht. Das Gesamträtsel hast du schon mal geschafft. Aber die Felder, die du ausgefüllt hast, sind selbst auch Mini-Rätsel. Die sind als nächstes dran. Genau, und jetzt haben wir hier nämlich für jedes Feld nochmal ein Rätsel. Und ich würde sagen, wir fangen unten links an. Das passt hier eigentlich ganz gut. Und wir haben hier ganz viele Nullen. Das geht relativ fix, Leute. Micross, finde ich. Und man hat jetzt halt sehr, sehr viel. Hier haben wir 8 und 1 zum Beispiel. Das passt schon mal. 3 und 6 passt auch. Das passt alles hier. Zack, das ist fertig. Das kommt weg. Das ist fertig. Das kommt weg. Diese 2, 1 und 1. Das kommt weg. Hier haben wir 3. Eine 2, eine 1 und eine 1. 2, das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Eine 1, eine 2 und eine 1. Und ja, da erkennt man jetzt noch nicht wirklich was. Aber alles gelöst ergibt ein riesiges, wunderbares Picross, Leute. Das war die 8. Nein, wir haben keine Fehler. Also wissen wir nicht, ob das gerade richtig war, was ich ausgefüllt habe, als 8 oder nicht. Das ist nämlich das Trickige an Micross. Du hast kein Tipp-Roulette, wie ja gesagt wurde am Anfang. Und du hast keine Fehler, die dir angezeigt werden, wenn du etwas falsch eingibst. Guck mal, hier wäre jetzt nämlich jetzt hier die 8 zu Ende gewesen. Das wäre beinahe schief gelaufen, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Haben wir die Reihe hier schon mal fertig. Das ist so. Eine 3. Und wie hier eine 2 irgendwie. Haben wir hier die 2, hier die 3. Zack. Zack, zack. Also wenn ich jetzt einen Fehler mache, kann es halt sein, dass es ewig dauert, bis ich das entdecke, diesen Fehler. Und das wäre doof. Tatsächlich. Aber gut. Das sind ja nur 10x10 Rätsel, also schafft man die eigentlich ganz gut. Hier haben wir eine 6. 6 geht bis hier. 1, 2, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ne? Ja. Hier haben wir die 5 und die 4, die perfekt passen. 1, 1, 1, 1. Keine 4 mehr. 4 bis hier. 3. Hier ist eine 3. Hier kommt keine 3 mehr hin. Hier haben wir die 2 fertig, okay. Das heißt, hier haben wir noch eine 2 irgendwie. Hier haben wir eine 1,
eine 2, die 3 kommt hier hin, dann haben wir die 4. Hier ist die 4 irgendwie. Kann das weg. Keine 2 mehr, hier haben wir eine 2 und eine 2. Das heißt, das kommt weg. Hier haben wir eine 4, 2, 2, 2, weg. 3 weg, 2, 4. Das kommt weg. Haben wir hier die 6. 1, 2, zack. 2, zack. Weg. Das kommt weg, das kommt weg. Haben wir hier eine 2. Hier die 6. Und eine 2. Eine A. Eine 1 hier unten. Und so. Ich habe übrigens mit dem Sound, habe ich nachgeguckt, kontrolliert. Ich werde mich halt in der Nachbearbeitung dann definitiv lauter stellen müssen. Aber, also noch lauter als, beziehungsweise den Sound, Ingame-Sound noch leiser, als ich es vorher gemacht habe immer. So. So, aber es ist für mich um einiges angenehmer, dadurch, dass ich jetzt halt auch nicht mehr dieses fette Mikrofon vor der Fresse habe. Es ist tausendmal angenehmer, Leute. Ihr glaubt es nicht, aber... Also, glaubt es wahrscheinlich schon, aber es ist wirklich, also... Unmengen angenehmer. Wirklich, wirklich viel angenehmer. Die 4 hier, zack. Das, das und das. Ihr seht, es geht recht fix. Also wir werden nicht mehr so viele Parts in Zelda Picross verbrauchen. Definitiv. Ja, also ist das Projekt bald vorbei, Leute. Bald ist es vorbei. Bald haben wir keinen Picross mehr. Ich weiß noch nicht, was ich danach als Projekt angehe. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe schon so ein paar Ideenchen. Aber ganz sicher bin ich mir tatsächlich noch nicht. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen, ne? Lassen wir uns mal überraschen. So. Zack. Zack. 4. 5. 1. Das kann weg. Das kann alles weg. Das kann alles weg. 3. 3. Die 3. Oh. Man erkennt schon irgendwie, was das werden soll, ne? Finde ich. So, unten rechts. Erkennt man. Erkennt man schon. Bei 3. Zack. 1. 2. Zack. 1. Zack. Zack. Njom. Hier kommt die 1, haben wir die 3 schon mal, schön. 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt keine 4, also ist hier eine 4, also kommt das und das weg. Dann kommt das weg, das weg, das weg. Zack. So. So, zack. So. Und die 1 hier oben. Das kommt weg, also hier eine 1. Hier eine 1. Das heißt, die 5 ist fertig. So und so. Ich hätte jetzt auch alles weg-xen können, was ich gerade nicht mehr brauchte, aber es hätte mir zu lange gedauert. Eine 10. Das ist schön. Zack. Eine 1, eine 1. Ah, es kann auch eine 2 sein hier tatsächlich. Das ist eine 1, eine 1. Eine 1. Es kann auch eine 2 sein. Das ist. Weiß ich nicht. So. Wieso wissen wir hier, dass die. Und hier nicht? 1, zack. Zack, 1, 2, 3, zack, 1, 2. Das könnte doch passen. Oh. So. Zack. Zack, weg. Zack, zack, weg. Zack, okay.
Das ist eine 3, das ist hier eine 7. Das ist eine 3. Zack, 2. 2. Zack. 4, 1. 2. 2, 2. 2. Yeah. Dim, 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 dim. Oh, 2 10. Und noch eine 9. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Zack, zack. Okay. Das ging einfacher als erwartet. Zack. 1, 2, zack, zack, 2, zack, 1, 1, zack. Wow, okay, das ging fix. Das ging sehr fix. Hier haben wir eine 0, das heißt, hier kommt keine 4 mehr, das heißt, das kommt weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 6. Die 3, die 3, die 4, die 3. Nice. Zack. Miau. Das kann eh alles weg hier. Alles weg, Xen. So. Hier ist eine 3. Das ist hier die 2. Hier die 3. Hier die 2. Wow. Okay. Und das letzte in der untersten Reihe, Leute. 3, 2, 1, 5, 4, 2, 1. 3 und 4. Zack, zack, 5, 2, 3 irgendwie, 2, 3, 3, 3. Die 4. 3. Eine 2. Das heißt, die 3. Und hier. Hier eine 3. Hier eine 3. 3. 2. Das kommt alles weg. 2. Irgendwie die 3 hier hin. 2 nach da. 3 nach hier. 3. 3. Wow. Man kann halt unten links, unten rechts auch ein bisschen gucken. Jo, wie sieht's aus? Kann man da sich irgendwie ableiten, wo irgendwas hinkommt? Oder nicht? Ja. Das ist hier. Das ist ein Rätsel. Leute. Das ist doch schön. 5, 4. 5, 3. Die 8. Schön. Die 8. Die 5. Die 2. Hier kommt nichts mehr. Die 8. Die 8. Fertig. Wow. Wenn das nicht mal schwer war, Leute. Wenn das nicht gerade schwer war. Eieiei. Okay, die 3 haben wir. Hier ist 5, 4, 4. 3, 3. Zack, 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 2 und eine 1, die 7, 1 und die 4, hier ist eine 2, hier die 3, hier kommt nichts mehr hin, hier haben wir eine 1, hier kann nur noch die 2 sein, haben wir eine 1 und das fertig, kann keine 3 mehr sein, oben haben wir eine 1, hier haben wir eine 6, das kommt weg, die 3, 1, 1, 3, zack, 2 und 2, 1, die 4, 2, da hatte ich gerade wieder eine Art Fehler gemacht. Ich dachte, ich habe die 7 gemacht, aber es war nur eine 6, okay. Das war fast, doof. Aber ohne fast.
Hier haben wir eine 4, hier haben wir eine 5, hier haben wir eine 4, eine 3, eine 3, eine 4, eine 3. So, eine 2, eine 2, eine 4, eine 3, eine 1. Zack, zack, zack. 3, 1, 2, zack, 1. Fertig, fertig. 3, fertig. 2, 2, 1. Das ist fertig. 2. Das muss die 2 sein. Dann kommt hier eine 1. Hier eine 1. Zack. Nein, nein. Hier die 1. 2, 3. Wow. Wie gesagt, Leute, Mikros werden wir schnell durch sein. Das ist, ja. Ne? Ist halt recht einfach. Also sehr einfach eigentlich. Okay. Die 4. Die 6. So. Die 8. So. Es ist eine 3, eine 3, eine 4. 1, 2, 3. Zack. 1, 2. Und 1. Okay. 5, muss das hier sein. 4 muss das. Zack. 2 und 2. 2, 1, 3, 1, 3. Hier eine 3, hier eine 4, hier eine 3, hier eine 3. 6 ist fertig. Hier kommt eine 4 irgendwie hin. Hier ist eine 2, hier eine 2, 2, 1, 2, zack, 1, 2, 1, zack, zack, 1, 4 ist fertig, unten kommt noch eine 1 und hier noch das. Nice. Es ist warm. Es ist sehr warm. Immer noch. Es ist immer noch sehr warm. Ich bin immer noch am Sterben in meinem Zimmer. Es ist immer noch ein unangenehmes Gefühl, in meinem Zimmer zu sitzen und aufzunehmen. Ist halt echt doof. Zack, 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 zack. Ha! Scheiß auf Xe, Leute. Wer braucht Xe? Einfach nur ausfüllen. Okay. Wir haben hier eine 8. Zack. Eine 8. 1. Eine 3 und eine 6. Eine 4 und eine 5. Eine 9. Eine 6. Eine 7. 5. 5. 4, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, zack, 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 1 und 1, so, ups, ein Feld zu viel. Ach, Leute, ja komm, eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Eine 3 und eine 6. 5, zack. 4, 4, 6. Eine 7, zack. 5. 1, 3. 3, 3, hier ist eine 2, hier ist die 3, hier die 4 und dann hier die 3, eine 6, zack, zack, weg, weg, zack, 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 2, irgendwie die 5, was hätten wir, hier die 5, also eine 3, zack, zack, zack. So. So,
So, so. Und so. Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ibims am Sterben. Ja. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.